Hallo zusammen, ich bin Steffi von Curved und ihr seht es schon hinter mir. Jetzt geht es mal um Anno 1800, das neue Aufbaustrategiespiel aus dem Hause Ubisoft von Entwickler Blue Byte, made in Germany. Und wir konnten es hier auf der Messe uns schon mal eine sehr, sehr frühe Version von dem Spiel angucken. Es geht wieder zurück in das 19. Jahrhundert. Die letzten beiden Annos spielten ja in der Zukunft, das letzte sogar auf dem Mond, also mit Zusammenspiel des Weltraums. Jetzt also wieder zurück zu den Wurzeln. Das Spiel spielt eigentlich eher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Entwickler sagten uns was von 1850 bis 1860, wo die Industrialisierung angefangen hat. Und das ist auch wieder etwas, das wir eher mit Anno und dem Gameplay des Inselaufbauens verbinden können. Was gleich geblieben ist, ist das Gameplay. Ihr seid ein Herrscher über eine Insel oder eine ganze Inselgruppe, müsst dort eine Siedlung oder eine Stadt hochziehen und die Wünsche eurer Bevölkerung zufriedenstellen, damit ihr euch richtig gut verbreitern und wachsen könnt. Was jetzt aber anders ist im Vergleich zum letzten Teil, ihr habt wieder andere Transportwege. Ihr müsst wieder einen Fokus darauf legen, wie ihr wo Gebäude positioniert. In meinem letzten Teil war es so, wenn eine Fabrik etwas produziert hat, war es sofort im Lager. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ihr habt wieder richtige Produktionsketten. Zum Beispiel baut ihr eine Getreidefarm und von dort muss das Getreide erstmal in die Mühle transportiert werden. Das Mehl von der Mühle dann wieder zur Bäckerei und das Brot dann auch wieder zurück ins Lager, damit ihr dort überhaupt etwas damit anfangen könnt. Das Schöne an dem Spiel ist, ihr habt sowohl diese arme ländliche Bauernbevölkerung als auch dann die höher entwickelten Stadtbewohner, die dann ein bisschen mit exquisiten Wünschen um die Ecke kommen. Zum Beispiel haben wir einen Zoo gesehen, dessen Tiere übrigens sehr, sehr süß aussehen und echt toll animiert sind. Aber zu Beginn gibt es dort eben nur Schweine und Schafe und so Kleintiere und das ist irgendwie uncool für die reiche Bevölkerung. Die wollen lieber Elefanten oder Papageien oder sowas Großes haben. Also was bleibt uns anderes übrig, als die einzukaufen? Und dann kommen sie auch schon mit einem großen Schiff an. Apropos Schiffe, die sehen auch wieder richtig gut aus. Es gibt so richtig große Ozeandampfer, wie wir sie aus den Zeiten der Industrialisierung kennen. Es wird auch eine Eisenbahn geben. Was genau die macht, können wir zu der Stelle noch nicht sagen. Das haben uns die Entwickler noch nicht verraten. Aber gut aussehen tut es auf jeden Fall. Wie gewohnt habt ihr eine Einzelspielerkampagne und auch einen Sandbox-Modus, wo ihr unendlich spielen könnt und auch festlegen könnt, welche Ziele ihr verfolgen wollt oder eben welche auch nicht. Und dann gibt es auch endlich wieder den Multiplayer-Modus, denn mit Anno 1800 kommt dieser wieder zurück ins Spiel, sodass ihr zusammen mit Freunden gemeinsam über eure Inseln herrschen könnt. Ubisoft möchte das Spiel übrigens auch sehr im Einklang mit seinen Fans entwickeln. Deswegen könnt ihr euch bei Anno Union auf der Webseite anmelden. Und wie genau das funktioniert, ist noch nicht klar, aber höchstwahrscheinlich könnt ihr da auch an Umfragen teilnehmen oder habt vielleicht sogar die Chance, an einem frühen Spieletest teilzunehmen. Momentan könnt ihr abstimmen, welcher nicht spielbare Charakter ins Spiel kommen soll. Mit ihm oder ihr könnt ihr dann vielleicht sogar Handelsbeziehungen eingehen oder sie werden ein Teil der Story. Raus kommt das Spiel allerdings tatsächlich erst im Winter 2018. Wir sind hier noch in einem sehr, sehr frühen Entwicklungsstadium und Winter 2018 heißt auch Ende 2018. Jetzt wissen wir natürlich, Ubisoft mag es irgendwie gerade so Release-Daten zu verschieben. Deswegen stellen wir uns innerlich schon mal auf 2019 ein.